Die Palmberg Arena in Schwerin war am 17. Juni Austragungsort des Sportfestes der Vielfalt. Bereits zum 29. Mal organisierte der Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV mit Unterstützung von Argus Schwerin diese Veranstaltung. Reno Tiede ist Geschäftsführer des Verbands. Er ist froh, dass das Sportfest nach 2 Jahren Pause endlich wieder durchgeführt werden kann. Das Motto ist wieder Anfang nach Corona. Vielleicht ein kleines Stück kleiner als 2019, aber dafür ein bisschen neu aufgelegt. Wir haben Sportarten, Mannschaftssportarten, Inklusionsfußball, Floorball, Goalball, was ja auch hier in Schwerin jetzt ganz neu entstanden ist mit dem Mecklenburger Stieren. Und nebenbei haben wir noch die Landesmeisterschaft im Rollstuhlfechten, im Degen. Und durch Argus Schwerin haben wir einen sehr interessanten Mehrkampf. Sport in seiner besonderen Vielfalt schafft gemeinsame Erlebnisse. Er fördert den sportlichen Vergleich und trägt zur Gesunderhaltung bei. Veranstaltungen wie das Sport- und Familienfest der Vielfalt geben Sportlerinnen und Sportlern Gelegenheit, Selbstvertrauen aufzubauen, Bestätigung der eigenen Leistungsfähigkeit zu erfahren und Neues kennenzulernen. Davon ist auch Oberbürgermeister Rico Badenschier überzeugt. Es geht ja hier um Teilhabe von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung und gerade im Sport. Da geht es ja häufig um schneller, höher, weiter. Natürlich, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste, aber es geht auch um ein gemeinsames Erleben. Es geht auch um Verständnis für den anderen oder die andere. Und deswegen finde ich so eine Veranstaltung wie hier, das 29. Sportfest der Vielfalt, ja immerhin schon, ja immer eine besondere Bereicherung. Rund 100 Sportlerinnen und Sportler hatten sich für die verschiedensten Wettkämpfe angemeldet, um gemeinsam Sport zu treiben. Es war ein toller Tag für alle Teilnehmer und Helfer. Stichwort Helfer und Sponsoren, diesen galt ein besonderer Dank. Ohne Sponsoren und Helfer, das sind die zwei Faktoren, die unumgänglich sind. Also wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir das Angebot hier schon gar nicht stellen. Insofern, gerade auch hier Schwerin, das ist großartig, jetzt auch nach der Pause, die Stadtwerke Schwerin, Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, aber auch die Schweriner Wohnungsgenossenschaften, die sofort gesagt haben, wir sind dabei, wir unterstützen wieder. Und darüber sind wir sehr froh und sehr dankbar. Das Sportfest der Vielfalt soll Vereine anregen, eigene regionale Vereinssportfeste zu organisieren, um Menschen mit Behinderungen an Sport und Bewegung heranzuführen. Außerdem wünschen sich die Veranstalter für bereits aktive Sportlerinnen und Sportler weitere Wettkampfmöglichkeiten. Gemeinsam Sport treiben, sich weiterbilden, austauschen und Ideen für den Sport im eigenen Verein bekommen, dafür stand auch das 29. Sportfest der Vielfalt.